Ja, und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer weiteren Aufnahme Hexit mal wieder. Bei mir ist es schon wirklich ewig her, dass ich Hexit aufgenommen habe. Weil da und damals, wo ich ja die ganzen Folgen, also bis Folge 54, habe ich ja damals, glaube ich, innerhalb 4 Tagen aufgenommen oder in 3, irgendwie sowas. Deshalb habe ich da auch ziemlich nicht mehr dran gezockt. Es waren jetzt auch mittlerweile ein paar andere Spiele auch noch dabei, die mich so interessiert haben. Aber jetzt wird es auf jeden Fall mal wieder Zeit, dass wir Hexit zocken. Und nach den Ereignissen in der letzten Folge, habe ich ja da, glaube ich, erklärt, ich hoffe es zumindest, gehe ich einfach mal kurz schlafen. Ich habe auch mittlerweile, für euch, also wie gesagt, für euch ist es noch ewig hin, bis ich das hier aufgenommen habe. Aber ich verzauber hier erstmal mein Electric Stuff. Auf Haltbarkeit 3, weil es kostet nämlich nichts. Okay, jetzt, ich muss doch nochmal Wiki nebenher öffnen. Denn ich muss einfach mal gucken bei der Minecraft Hexit Wiki. Denn es kommen zum Beispiel hier neue Enchantment-Dinge dazu, wie Soul Tether oder sowas. Das hier. Jetzt, oh Mann. Also das seht ihr jetzt alles gar nicht. Mache ich hier alles auf dem Zweitbildschirm. Search ich einfach mal nach Soul Tether. Hier, Soul Tether. Ist zwar auf Englisch, aber ich versuch's einfach mal. Soul Tether ist ein Enchantment added by Legend Gear. Oh, jetzt ist da Werbung. This enchantment only has one rank to it, and when an item is enchanted with Soul Tether, it will return to the player's inventory after they respawn from dying. Ah, okay, das ist gut. Das mache ich auf jeden Fall drauf. So, was ist ein Enchanten? Ah, okay. Ich habe ja mittlerweile, wie gesagt, ein paar Hexit-Folgen geguckt bei Leuten. Und, ich habe da auch noch ein paar andere Stäbe gesehen, wie zum Beispiel, weiß ich schon gar nicht mehr. Ach ne, halt den Potion-Stuff, den habe ich ja, glaub. Der ist ja, glaube ich, ne, hier ist der, glaub, drin. Hier, Potion-Stuff. Dann haben wir hier Speere. Und ein Iron Big Sword. Da habe ich schon mal gehört, dass das viel, viel besser ist wie das normale. Ich bin ja hier reingestartet, ohne irgendwelche Erkenntnisse von Hexit. So, das war ja der schnelle. Genau. Unendlichkeit, Flamme 1. Okay, das habe ich schon alles verzaubert gehabt. So, aber wie ging das hier? Der Eis. Muss ich da irgendwie ans Wasser oder sowas? Wie geht denn der Eis-Dinger? Oh. Ach, ich muss die damit schlagen. Weil so fliege ich ja. Ach, ich muss die damit schlagen. Ah. Okay, das hätte ich gerne jetzt nochmal irgendwo anders bei dem Tier probiert. Da hinten. Ja gut, da komme ich jetzt nicht hin. Die sind ja alle leer. Boah, jetzt habe ich Schluck auf. Anscheinend ja.
Okay. Was war denn das denn nochmal? Netherquarzschild. Schutz 1. Oh Gott, muss mir erstmal wieder zurechtfinden. Und ich finde meine Maussteuerung irgendwie ein bisschen hoch. Jetzt ist schon besser. So, dann haben wir hier Erze. Oder, ach du Heilige. Okay, dass wir so viel haben, wusste ich auch nicht. Erde, hier ist nichts drin. Was ist da? Essenzen. Ich glaube, ich mache mir gleich nochmal ein Electric Stuff. Dafür brauche ich einen Diamant. Und ich glaube ein Stick, soweit ich weiß. So, hier waren die Enchantment Table. Oh, bitte sag, dass es richtig war. Jawohl. So, haben wir ein Electric Stuff. Ich nehme einfach mal den da auch noch mit und das da. Halt, das war ein... Das ist ein Iron Big Sword. Das sieht doch für mich aus wie... Wie Diamant, oder? Ich gucke jetzt einfach mal kurz. Big Sword. Oh, das gibt's gar nicht. Ach, das heißt beides Iron Big Sword. Iron Big Sword. Okay. Seltsam. Was habe ich da sonst noch alles? Ich gehe jetzt mit dem hier einfach mal nach oben und verzauber das alles wieder. So, also Haltbarkeit und Soul Tether. So, bei dem hier auch. Ich frage mich ja, warum das hier alles nichts kostet. Nehme ich einfach mal mit und das Iron Big Sword. Mal gucken, ob ich da noch was draufpacken kann. Weil da schon... Zum Beispiel brauche ich ja da... Gibt es da keine Schärfe? Rückstoß. Haltbarkeit wäre noch gut. Es kostet 6. Es kostet 12. Es kostet 18. Und wenn ich jetzt... Bann runter mach? Kann ich nicht. Das kann ich auch nicht. Wie viel habe ich denn? 24? Oh, das würde genau reichen. Wie wär's so? Scheiße, geht nicht. Soul Tether. Würde nicht gehen. Da brauche ich 33. Oh, shit. Mache ich einfach mal so. Das sieht doch schon mal gut aus. Was haben wir hier? Effizienz, Haltbarkeit. So ein Schild. Essen brauche ich auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht so richtig, was wir jetzt machen sollen. Ob ich jetzt wieder so einen Turm besteigen soll. Ich guck mal einfach mal auf die Map. Oh, das war zu weit. Da waren wir ja. Und, was sind das da? Ist das eine Schneepyramide? Was ich ja eigentlich richtig geil fand... war ja dieser, ich weiß schon gar nicht mehr, wo das war, aber ich glaube, das war hier irgendwo. Dieser Eingang in dieses, Gott, wie soll ich das jetzt beschreiben, in dieses, unterirdische Höhlensystem da, wo wir auch die ganzen verzauberten Bücher gefunden haben. Ich glaube, das war das hier. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Bin ich mir überhaupt nicht sicher. Ich weiß, dass da ist unser Zuhause. Das können wir eigentlich mal wegmachen. Geht es? Ah, das geht sogar. Und
Dann würde ich einfach mal eine Reise hierhin. Wie ging das nochmal? Ah, Marker Name. Test. So.